Am 3. August besuchte die bekannte Schauspielerin Cheryl Shepherd Schwerin. Gemeinsam mit der Unternehmerin Irene Wiens möchte sie die Landeshauptstadt für mehr Film- und Fernsehproduktion erschließen. Die geborene Amerikanerin Cheryl Shepherd erlangte durch Fernsehserien wie Hinter Gittern und Rote Rosen Bekanntheit in Deutschland. Corona hat auch ihre Branche in Mitleidenschaft gezogen. Durch Kontaktbeschränkungen und Infektionsschutz lief lange Zeit auch hinter den Kulissen vieles anders als gewohnt. Also meine Arbeit als Schauspielerin, ja, die hat sich tatsächlich verändert durch Corona. Es wurden viele Produktionen abgesagt oder erstmal verschoben. Und dann wurden Drehbücher geschrieben, die extra für Corona geschrieben worden sind, wo die Schauspieler 2 Meter Abstand haben, was natürlich sehr ungewöhnlich ist. Die Veränderung durch die Pandemie sorgte jedoch nicht für Stillstand. Es wird weiter an kreativen Konzepten gearbeitet. Die Zuschauer erwarten weiterhin die gewohnte Qualität und sollen dies auch geboten bekommen. Die hochmotivierte Schauspielerin hat schon weitere Pläne. Ich werde in circa 2-3 Wochen werde ich nach England für Dreharbeiten fliegen und bin dann da circa 1 Monat und freue mich sehr drauf. Ich werde im schönen Cornwall drehen in Südengland. Und anschließend danach werde ich gleich in die Probenarbeit zum 2-Personen-Stück mit meinem Mann weiter gleich in die Probenarbeit eintauchen. Die Schweriner Unternehmerin Irene Wiens unterstützt die Entwicklung der Film- und Fernsehbranche in der Landeshauptstadt. Regelmäßig lädt sie Prominente ein, um für Schwerin zu werben. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Stadt. Es bedeutet für mich mehr buntes Leben. Es bedeutet für mich, dass wir vielleicht auch mal öfter, sage ich mal, Filme nach Schwerin kriegen, dass wir vielleicht auch eine richtige Serie hierher bekommen und dass wir viel Spaß, sage ich mal, also dass Bürger sich vielleicht auch beteiligen, auch mal mitmachen können. Auch wenn Schwerin kulturell bereits breit aufgestellt ist, sei es mit dem Mecklenburgischen Staatstheater, dem alljährlichen Schlossfestspielen, der Jazznacht oder Sehenswürdigkeiten. Die eine oder andere Fernsehproduktion könnte nicht schaden.